Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Videoanleitung. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Socken häkelt, die ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und hierfür verwende ich das Sockengarn Flotte Socke von Relana, und zwar Kolibri in der Farbnummer 6213. Gibt es aber auch in ganz, ganz vielen anderen unterschiedlichen Farbkombinationen. Also so sieht die fertige Socke dann vom Farbverlauf her aus. Aber wie gesagt, gibt es auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farbkombinationen. Wo genau und in welchen anderen Farben, das erfahrt ihr über den Link zu meinem Online-Shop, den ich euch in der Infobox unter diesem Video hinterlegt habe. Des Weiteren verwende ich eine Häkelnadel der Stärke 3,0. Später benötigt ihr auch noch eine Wollnadel und eine Schere. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch diese Anleitung, dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch meinen Kanal schon längst abonniert. Falls nicht schon längst geschehen, könnt ihr dieses gerne tun. Und dann erfahrt ihr immer als eine der Ersten, wenn ein neues Video online ist, und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wenn mal etwas unklar sein sollte, wenn ihr Fragen zu einer Anleitung von mir habt, dann könnt ihr diese rund um die Uhr in meiner Facebook-Gruppe stellen. Den Link dazu hinterlasse ich euch auch in der Infobox unter diesem Video. Natürlich bin ich auch auf Instagram zu finden. Dort und in meiner Facebook-Gruppe könnt ihr auch Fotos von euren fertigen Werken nach meinen Anleitungen stellen und hochladen. Und jetzt geht's endlich los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir befinden uns jetzt am Anfang der Socke, und die gehäkelten Socken, die beginnen in der Regel unten an der Fußspitze. Das heißt, wir arbeiten uns Stück für Stück von der Fußspitze über den Fuß, die Ferse, den Schaft bis zum Bündchen hinauf, und gehäkelt werden kann die Socke für alle möglichen Schuhgrößen. Und ich zeige euch hier in diesem Video bzw. erkläre euch Stück für Stück, wie man das an jede Schuhgröße auch anpassen kann. Und begonnen wird für jede Schuhgröße gleich. Wir nehmen eine Masche auf die Nadel auf und häkeln zunächst 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann stechen wir in die erste Masche vom Anfang ein, häkeln eine Kettmasche und schließen das Ganze zur Runde. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche und häkeln in diese Runde 5 feste Maschen. Das ist die Basis. 1, 2, 3, 4 und 5. Geschlossen wird das Ganze, indem wir in die erste Masche einstechen und eine Kettmasche häkeln. So, das ist jetzt die Basis. Wichtig zu wissen ist auch, dass wir nicht in Spiralrunden häkeln, zumindest nicht für die Fußspitze, sondern in normalen Runden. Also in Spiralrunden würde ja bedeuten, wir häkeln immer wieder in die gleiche Richtung, immer wieder von rechts nach links herum. Aber hier ist das anders. Nach jeder Runde wird gewendet. Wir häkeln dann immer zu Beginn eine Luftmasche, nennt sich auch Wendeluftmasche, dann wenden wir. Und jetzt geht's los mit Runde 1. Runde 1, hier werden wir schon Zunahmen häkeln, und zwar gleich direkt in der ersten Masche. Eine Zunahme bedeutet 2 feste Maschen in eine Masche häkeln. Masche 2 und 3 wird normal mit einer festen Masche gehäkelt. Masche 4 mit einer Zunahme, also wieder 2 feste Maschen in eine häkeln. Und Masche 5 mit einer festen Masche. So, dann wird das Ganze beendet wieder mit einer Kettmasche in die erste Masche vom Anfang, beziehungsweise in die Luftmasche, die wir eingangs gehäkelt haben. Und dann haben wir mit diesen Zunahmen insgesamt 7 Maschen. Wir haben ja jetzt 2 Maschen dazu gehäkelt zu den 5. Das bedeutet, wir haben jetzt 7 Maschen. Runde 2 beginnt natürlich auch wieder mit einer Luftmasche. Wir wenden das Ganze. Und in Masche 1 häkeln wir eine feste Masche. Die Zunahme wird jetzt in Masche 2 gehäkelt. Masche 2, 2 feste Maschen in eine häkeln.
3 und 4 normal mit einer festen Masche. Masche 5, wieder eine Zunahme, das heißt 2 feste Maschen in eine. 6 und 7 wird normal mit einer festen Masche gehäkelt. Und dann wieder mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche zur Runde schließen. Jetzt haben wir 9 Maschen. Wir haben ja wieder 2 Maschen zugenommen. Das bedeutet, wir haben insgesamt 9 Maschen. Runde 3 wird wieder mit einer Luftmasche begonnen. Und dann häkeln wir wieder eine feste Masche, die Nummer 1. Die zweite wird wieder verdoppelt, also eine Zunahme häkeln. 3 und 4 wird wieder normal als feste Masche gehäkelt. 5 wieder mit einer Zunahme. 6 und 7 wieder normal eine feste Masche. 8 wieder eine Zunahme. Und die 9. normal mit einer festen Masche. Und jede Runde wird immer mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche geschlossen. Jede Runde wird begonnen mit einer Luftmasche und mit einer Kettmasche in diese Masche geschlossen. Ich habe euch jetzt die ersten 3 Runden erklärt. Es gibt immer mehr Zunahmen für jede weitere Runde. Wenn ich jetzt für jede Runde und für jede Schuhgröße die ganzen Zunahmen hier im Video erklären würde, würde das Video unendlich lang werden. Und um das Ganze zu vereinfachen, das Prinzip, das habe ich euch ja jetzt gezeigt und ich hoffe, dass das jedem jetzt auch verständlich ist. Für jede weitere Schuhgröße bzw. wir passen das mit diesen Zunahmen Stück für Stück auf jede Schuhgröße an, habe ich eine Tabelle gemacht, für welche Schuhgröße, wie viele Zunahmen, an welcher Stelle die in welcher Runde gemacht werden. Für Schuhgröße 24, 25 bis hoch für Schuhgröße 46, 47. Und diese Tabelle findet ihr zur Ansicht auf meiner Webseite und den Link hinterlasse ich euch unter diesem Video in der Infobox. Dort könnt ihr draufklicken und gelangt sofort zu dieser Tabelle, wo ihr ganz genau nachsehen könnt, für welche Schuhgröße, an welcher Stelle, wie viele Runden mit Zunahmen gehäkelt werden, bis ihr die Fußspitze für eure Schuhgröße fertig habt. Ich häkle hier in diesem Video für Schuhgröße 36, 37 und ich werde jetzt entsprechend vorarbeiten und die Fußspitze fertig häkeln. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, die fertige Fußspitze sieht dann so aus, zumindest bei Größe 36, 37. Und jetzt geht es darum, dass ich euch zeige, wie das Hauptmuster gehäkelt wird. Das Hauptmuster ist prinzipiell teilbar durch 4, also die Maschenzahl der Fußspitze muss teilbar sein durch 4. Man kann es aber auch ein bisschen anders häkeln. Wenn eure Fußspitze nicht teilbar ist durch 4, geht es auch teilbar durch 3. Im Einzelnen erkläre ich es euch gleich. Jetzt erstmal die Version, die teilbar ist durch 4. Und zwar beginnen wir jede Runde des Hauptmusters mit 3 Steigeluftmaschen. Die erste Runde, da ist es so, da häkeln wir in die gleiche Masche, wo die 3 Steigeluftmaschen rauskommen, nochmal 2 Stäbchen rein. Dann eine Luftmasche. Dann werden 3 Maschen übersprungen, 1, 2, 3 und in die 4. 3 Stäbchen gehäkelt. 2, 3, dann wieder eine Luftmasche und dann immer wieder im Wechsel. 1, 2, 3 Maschen überspringen, in die 4. 3 Stäbchen häkeln und direkt danach eine Luftmasche. Und das die komplette Runde immer im Wechsel. Man kann es auch ein bisschen anders häkeln, wenn eure Maschenzahl nicht teilbar ist durch 4. Überprüft mal, ob sie teilbar ist durch 3. Dann überspringt ihr nicht 3 Maschen hier unten, sondern nur 2 und häkelt dann in die 3. Masche 3 Stäbchen, aber ihr
also ihr lasst die Luftmasche dazwischen weg. Ihr häkelt dann immer drei Stäbchen, zwei Maschen überspringen, in die dritte Masche wieder drei Stäbchen, zwei Maschen überspringen, ohne Luftmasche dazwischen. Ist eure Maschenzahl teilbar durch vier, dann so, wie ich es euch eben gezeigt habe, die komplette Runde lang. Und das mache ich jetzt erstmal und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Nach der letzten Luftmasche, die ich hier gehäkelt habe, wenn ich wieder hier am Anfang angekommen bin, steche ich in die oberste Luftmasche vom Anfang ein und häkle eine Kettmasche, um die Runde zu schließen. Und von jetzt an wiederholt sich alles in jeder Runde. Jede Runde von jetzt an für den Fuß wird gleich gehäkelt im Hauptmuster. Wir stechen in das mittlere Stäbchen dieser Gruppe ein, häkeln eine Kettmasche, direkt daneben in das Stäbchen auch einstechen und eine Kettmasche häkeln. Dann stechen wir in den ersten Luftmaschenbogen ein, häkeln eine Kettmasche. Wenn ihr mit ohne Luftmasche gehäkelt habt, also nur mit drei Maschen Abstand, beziehungsweise zwei Maschen überspringen und dann die drei Stäbchen in die nächste Masche häkeln, dann häkelt ihr trotzdem hier in diese Lücke hinein, zwischen diese Stäbchengruppen. Auch wenn ihr hier keine Luftmasche gehäkelt habt, muss es trotzdem dann hier noch eine Kettmasche sein. Und dann beginnen wir mit drei Steigeluftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen, häkeln zwei weitere Stäbchen in die erste Lücke, dann eine Luftmasche und dann gehen wir zur nächsten Lücke, häkeln dort drei Stäbchen hinein. Dann wieder eine Luftmasche. Wenn ihr mit der Luftmasche schon in der Vorrunde auch gehäkelt habt, wenn ihr in der Vorrunde nicht mit der Luftmasche dazwischen gehäkelt habt, dann häkelt ihr das auch in den zukünftigen Runden nicht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und wenn ihr in der ersten Runde mit der Luftmasche dazwischen gehäkelt habt, weil eure Maschenzahl teilbar war durch vier, dann bleibt das auch in den zukünftigen Runden immer mit der Luftmasche dazwischen. Und dann werden immer wieder drei Stäbchen in jede Lücke gehäkelt. Und wenn ihr am Ende der Runde angekommen seid, dann schließt ihr wieder mit einer Kettmasche in die oberste Luftmasche vom Anfang. Und dann geht jede Runde wieder so weiter. In das mittlere Stäbchen eine Kettmasche, in das danach wieder eine Kettmasche, in den Luftmaschenbogen oder hier in die Lücke vielmehr gesagt eine Kettmasche. Und dann geht jede Runde wieder von vorne los. Und so wird Runde um Runde gehäkelt, bis es dann in etwa so aussieht, wie diese Socke, die ich bereits fertig gehäkelt habe. Wie viele Runden ihr häkeln müsst, beziehungsweise am besten ist, ihr habt ein Lineal oder ein Maßband zur Hand, wie lang der Fuß werden muss für jede einzelne Schuhgröße, hinterlasse ich ebenso in der Tabelle, die ich auf der Webseite hinterlege, über den Link erreichbar in der Infobox. Unter diesem Video. Dort könnt ihr nachschauen, wie lang für jede einzelne Schuhgröße der Fuß werden muss. Ich häkel jetzt entsprechend weiter, bis ich die entsprechende Länge für meine Schuhgröße erreicht habe. Und dann zeige ich euch gleich im nächsten Schritt, wie man die Ferse häkelt. So, ich bin jetzt hier an dieser Stelle an der Ferse angekommen. Ich habe meinen Fuß fertig gehäkelt in der Zwischenzeit. Und werde euch jetzt an dieser Stelle erklären, wie die Ferse gehäkelt wird. Die Ferse wird in Reihen gehäkelt, nicht mehr in Runden. Und wir beginnen immer jede Reihe erst einmal mit einer Luftmasche. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie Reihe 1 gehäkelt wird. Reihe 1 besteht einfach nur aus zwei festen Maschen. Und in die Masche danach wird eine Kettmasche gehäkelt. Die Luftmaschen werden genauso als Masche mitgezählt wie die Stäbchen. Dann Reihe 2, eine Wendeluftmasche. Wir wenden und häkeln in die beiden festen Maschen, die wir eben gehäkelt haben, jeweils zwei feste Maschen hinein. Also in beide eine Zunahme. Die Kettmasche, die am Anfang ist, die wird übersprungen. Nach den beiden Zunahmen, die wir gehäkelt haben, kommt in die nächste Masche eine Kettmasche.
und dann ist die Reihe vorbei. Ich zeige euch noch weitere Reihen dazu. Wieder mit einer Wendeluftmasche beginnen, die Arbeit wenden. Die erste Masche wird immer übersprungen. Die darauffolgende wird verdoppelt, also zwei feste Maschen in eine häkeln und dann bis zum Reihenende normal immer eine feste Masche häkeln und die letzte Masche wird wieder verdoppelt, das heißt in die letzte Masche werden zwei feste Maschen gehäkelt. Danach eine Kettmasche in die nächstfolgende Masche. Und dann geht es wieder weiter. Eine Wendeluftmasche häkeln, die Arbeit wenden. Die erste Masche wird übersprungen und in die zweite werden zwei feste Maschen gehäkelt, also eine Zunahme. Dann in die nächsten jeweils eine feste Masche, bis wir bei der letzten angekommen sind. Und dort werden wieder zwei feste Maschen hineingehäkelt. Und dann hier an der Socke, an dem Fuß, in die nächste freie Masche eine Kettmasche häkeln. Dann wieder eine Wendeluftmasche. Die erste Masche wird übersprungen. Und dann zwei feste Maschen in eine häkeln, eine Zunahme. Und dann jeweils eine feste Masche bis zum Ende der Reihe. In die letzte Masche wieder zwei feste Maschen häkeln, also eine Zunahme. Und dann am Fuß der Socke die nächste freie Masche nehmen und dort eine Kettmasche hineinhäkeln. So geht das Reihe um Reihe weiter. Aber ihr stellt euch wahrscheinlich die Frage, wie viele Reihen muss ich häkeln, beziehungsweise wie viele Maschen benötige ich, bis ich für meine Größe die Ferse fertig gehäkelt habe. Auch das kann ich nicht vollständig für jede einzelne Größe in diesem Video erklären, dann würde das Video viel zu lang werden. Dafür gibt es eine Tabelle auch auf meiner Webseite, die ich euch verlinkt habe in der Infobox unter diesem Video und dazu noch eine Erklärung. Die übrigen Maschen hier von dem Fuß gelten hier in diesem Fall als unbehäkelte Maschen, wenn es um die Tabelle geht. Und das sind die Maschen für die Ferse. Also Fersenmaschen, unbehäkelte Maschen. Das solltet ihr wissen bei dem Blick in die Tabelle. Und für jede Größe ist notiert, wie viele Maschen ihr für die Ferse benötigt und wie viele Maschen dann unbehäkelt sind. Dann könnt ihr in etwa abschätzen, wie oft ihr hin und her häkeln müsst, bis ihr für eure Größe die Ferse fertig gehäkelt habt. Das ist für jede Größe eine andere Reihenanzahl bzw. eine andere Anzahl an Fersenmaschen und unbehäkelter Maschen. Dafür benötigt ihr die Tabelle. Ich häkel jetzt erstmal weiter, bis ich die Ferse fertig gehäkelt habe und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Wie ihr seht, habe ich nun an dieser Stelle die Ferse fertig gehäkelt und wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass das eine Form von einem Dreieck angenommen hat. Also so wird es dann oder sollte es dann bei euch auch in etwa aussehen. Und wie geht es danach weiter, wenn die Ferse fertig gehäkelt ist? Also wenn es wieder darum geht, das Grundmuster oder das Hauptmuster weiter zu häkeln. Ich bin jetzt hier bei meiner fertigen Ferse direkt in diesem Luftmaschenzwischenraum angekommen. Falls das bei euch nicht der Fall ist, falls ihr vielleicht beim ersten Stäbchen angekommen seid oder beim zweiten, häkelt ihr am einfachsten einfach Kettmaschen, bis ihr bei der nächsten Luftmaschenlücke oder bei eurer Lücke, sage ich jetzt mal, angekommen seid. Dort nochmal eine Kettmasche dann reinhäkeln. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr nicht schon von Anfang an dort seid, dann braucht ihr diesen Schritt natürlich nicht machen. Und dann geht es genauso weiter wie bisher auch mit drei Steigeluftmaschen, zwei Stäbchen in die gleiche Lücke, eine Luftmasche, falls ihr mit Luftmaschen bislang auch gehäkelt habt, sonst nicht. Und dann immer wieder drei Stäbchen in die Lücke hineinhäkeln. Und das mache ich jetzt mal, bis ich bei der Ferse hier wieder angekommen bin.
Und dann zeige ich euch, wie es hier dann an dieser Stelle weitergeht in dieser Runde. So, jetzt bin ich hier an der Ferse angekommen, habe die letzten drei Stäbchen hier in die Lücke gehäkelt. Und jetzt machen wir das genauso, wie wir das auch eingangs mit der Fußspitze hatten. Dass wir jetzt einfach drei Maschen abzählen. 1, 2, 3. Und in die vierte einstechen und drei Stäbchen häkeln. Wenn ihr ohne die Luftmasche dazwischen häkelt, ist das bei euch genauso wie am Anfang, dass ihr dann nur zwei Maschen abzählt und in die dritte dann eure drei Stäbchen häkelt. Also genauso wie ganz am Anfang auch, als wir direkt an der Fußspitze weitergemacht haben mit dem Hauptmuster. 1, 2, 3 in die vierte einstechen. Und drei Stäbchen häkeln. Und dann geht es eigentlich genauso weiter, wie wir das am Fuß auch hatten, dass wir dann wieder hier mit der Kettmasche in die oberste Luftmasche schließen, mit Kettmaschen uns vorarbeiten bis zur nächsten Lücke und dann wieder mit drei Steigeluftmaschen, zwei Stäbchen weitermachen und in jede Lücke eben, wie gesagt, dann drei Stäbchen häkeln. Also letztendlich genauso, wie wir es hier auch begonnen haben und hier über den ganzen Fuß hochgehäkelt haben. Und diesen Arbeitsschritt mache ich jetzt erstmal weiter und setze den fort. Und wenn ich so weit gekommen bin, dass ich das Bündchen ansetze zu häkeln, dann zeige ich euch genau an diesem Punkt, wie es weitergeht. Wie hoch ihr den Schaft letztendlich häkelt, hängt davon ab, wie hoch ihr ihn ganz gerne hättet. Also das ist unabhängig. Dafür gibt es keine bestimmte Regel, sondern ihr müsst für euch entscheiden, wie hoch die Socke werden soll. Und denkt dran, es kommt noch ein Bündchen dran. Und genau das möchte ich euch jetzt hier in diesem Abschnitt zeigen. Also ich habe jetzt hier insgesamt 12 Runden mit dem bisherigen Muster, mit dem Hauptmuster noch gehäkelt. Und jetzt kommt die Basisrunde. Für das Bündchen. Die Basisrunde besteht durchgehend aus Stäbchen. Wir beginnen auch hier wieder mit drei Steigeluftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und dann wird in jede Masche ein Stäbchen gehäkelt. Hierbei zählen Stäbchen der Vorrunde genauso wie auch Luftmaschen als eine Masche, also in jede Masche ein Stäbchen. Wenn die Stäbchen der Vorrunde jeweils und um die Luftmaschen herum. Und so kommt in jede Masche oder um jede Masche ein Stäbchen. Und ich häkel jetzt einmal ringsherum, bis ich hier wieder am Anfang angekommen bin. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Wenn ihr dann einmal ringsherum gehäkelt habt, schließt ihr auch hier wieder mit einer Kettmasche in die oberste Luftmasche vom Anfang das Ganze zur Runde. Und von jetzt an wird jede Runde gleich gehäkelt für das Bündchen. Wir starten ab sofort mit 2 Steigeluftmaschen und dann beginnen wir mit Reliefstäbchen. Und zwar die erste von vorne. Das zweite dann von hinten und dann immer wieder im Wechsel. Ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Eins von vorne und eins von hinten. Und das die ganze Runde lang immer wieder im Wechsel. Eins von vorne und eins von hinten. Beendet wird die Runde natürlich auch hier mit einer Kettmasche in die oberste Luftmasche vom Anfang. Und die nächste Runde wird dann genauso wieder begonnen. Das heißt also 2 Steigeluftmaschen, dann ein Reliefstäbchen von vorne, eins von hinten, eins von vorne, eins von hinten. Auf diese Art und Weise entsteht das Bündchenmuster bzw. das Rippenmuster, was dann auch etwas elastischer ist. Und ich habe insgesamt bei der ersten Socke, die ich ja bereits fertig habe, 3 Runden mit den Reliefstäbchen gehäkelt. Also hintereinander weg 3 Runden mit Reliefstäbchen. Das häkel ich jetzt bei dieser Socke auch nochmal und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht.
Natürlich kann jeder für sich entscheiden, wie hoch das Bündchen auch wird. Also ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Runden mit den Reliefstäbchen gehäkelt. Aber jeder kann das auch für sich entscheiden, ob er 5 Runden macht oder wie auch immer. Und wie gesagt, an dieser Stelle beende ich die Arbeit. Nach der letzten Kettmasche häkel ich noch eine Luftmasche. Den Faden habe ich bereits abgeschnitten und ziehe ihn hier durch und fest an, und dann kommt die Wollnadel ins Spiel, denn wir müssen ja Fäden vernähen, den Anfangsfaden und den Endfaden. Und ich mache hier an dieser Stelle nochmal einen Doppelknoten. Drehe das Ganze auf die Innenseite und dann fädel ich das Ganze so weit, dass ich zu einer innenliegenden Rippe komme, die hier nach innen zur Innenseite her steht. Und dann fädel ich durch diese Rippe hindurch mehrere Stiche. Dann noch einmal von oben nach unten und auch wieder zurück. Dann kann der Faden abgeschnitten werden. Jetzt kümmere ich mich noch mal schnell um den Anfangsfaden. Hier mache ich keinen Doppelknoten mehr. In den meisten Fällen ist er ja auch ein Stück weit mit eingehäkelt. Ich mache das nur so, dass ich ihn hier durch diese erste Runde noch mal ein paar Mal hindurch fädle. Und dann kann auch hier der Faden abgeschnitten werden. Und dann ist die Socke fertig und kann sofort angezogen werden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, ich habe alles genau und gut genug erklärt, dass ihr gut mitkommen konntet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt eine kreative Häkelzeit. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!